Märli hat immer noch die gleiche Bedeutung wie vor 100 Jahren, würde ich sagen. Das Märli ist enorm wichtig. Wir wachsen alle mit dem Märli auf. Wir brauchen die Märli, und zwar Kinder und Erwachsene. Die Ausstellung selber behandelt einfach verschiedene Facetten von einem Märli. Von da im Orient, wo man natürlich von 1001er Nacht redet, geht über zu den grossen europäischen Märli-Erzählern. Man kommt in Dudi Gerster rum, da geht es um eine schweizerische Märli-Erzähltradition. Und dann haben wir vor allem in den oberen Räumen das Thema Märli und Medien, also wo man sehr viele Filme zeigt, wo man Kunst zeigt, wo man zeigt, wie Märli dann auch umgesetzt werden oder interpretiert werden. Künstler haben sich schon immer von Märli inspirieren lassen. Das Märli ist natürlich auch eine Fundgrube an Fantasie, an Kreativität, an Imagination. Rudi Gerster ist 1939 entdeckt worden an der Landesausstellung. Dort hat sie das erste Mal Märli erzählt für Kinder. Und die Kinder sind ihr sofort an den Lippen gegangen. Also sie hat ganz schlagartig Erfolg gehabt. Man muss aber dazu sagen, dass Rudi Gerster sich selber nicht einfach nur als Märli-Tante verstanden hat. Die Bezeichnung hat sie gar nicht gern gehabt. Sondern sie hat die Märli auch immer bearbeitet. Sie hat auch selber geforscht. Sie hat sich sehr interessiert, die ganze Kulturgeschichte von der Märli. Sie hat es also durchaus verdient, dass man ihr einen ehrenvollen Platz in dieser Ausstellung einräumt. Es war wunderschön im Sommer auf dem Land draussen. Das Korn gel und die Wiese grün. Mitten im Sonnenschein ist ein altes Bauern gut gelegen. Jede Kultur kennt Märli, kennt Erzählungen. Das ist ganz wichtig für das Selbstverständnis. Auch es ist wichtig für Kinder zur Identitätsfindung. Märli vermitteln auch Wert. Hollywood macht nichts anderes als Märli produzieren. Wie zum Beispiel Pretty Woman, das ist nichts anderes als ein Märli. Im Unterschied dazu, dass der Milliardär, also der Erlöser, nicht mehr auf dem Schimmel daherreitet, sondern in einer weißen Stretchlimousine kommt und retten. Aber auch die Glückspost bringt uns jeden Tag neue Märchen über Königshäuser und so weiter. Das entspricht einem menschlichen Bedürfnis nach eben Fluchtwelten, nach neuen Welten, nach Fantasien etc. Darum würde ich sagen, das Märchen wird nie aussterben.